damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Adventure Time mit Dufter Typ. Nehmt euch zu fremden Welten mit. Und ja, wir müssen für Marceline das Hütchen holen, damit sie sich in der Sonne suchen kann. Blöderweise ist das Eiskönigreich am Schmelzen. Und wir müssen versuchen, dem Eiskönig seine Eiskrone wiederzubringen, damit er wieder Eis zaubern kann. Was ich ein bisschen interessant finde, weil er ja eigentlich gar nicht einer der Guten ist. Aber egal. Hey, verzweifelten Menschen muss man einfach helfen. Aber anscheinend haben wir die Krone. Nee, da ist die Mütze. Das letzte Mal, als wir diese Mütze angesprochen haben, ist das Spiel abgeschmiert. Und dementsprechend. Ah, ich wollte schon sagen, schon wieder. Oh, das ist jetzt blöd. Also wir müssen jetzt aufpassen. Wir müssen zu Marceline rüber. Und anscheinend dürfen uns diese Typen. Wow, Grafikbug. Die Typen nicht finden. Oder erwischen. Zumindest sieht das so aus. Marceline sitzt dort drüben hinter einem Baum. Ja. Die hat sich nämlich mit Prinzessin Bubblegum getroffen. Und okay, dann legen wir das kurz einmal ab. Und. Ach verdammt, okay. Da kommen wir wohl nicht lang. Dann müssen wir uns irgendwie einen anderen Weg suchen. Frage ist nur, welchen Weg können wir gehen? Können wir hier jetzt einfach. Können wir hier vielleicht einfach so drüber jumpen? Nee, können wir nicht. Kollisionsabfrage ist eher so mittelmäßig. Rüberschwimmen können wir nicht, das haben wir schon mal ausprobiert. Das Blöde ist, wir sollten vielleicht nicht unbedingt mit Piraten sprechen, die mögen mich irgendwie nicht. Das heißt, hier muss es irgendwie noch einen anderen Weg geben. Vielleicht einen Umweg oder so. Aber eigentlich müssten wir doch diesen wunderschönen Kuchen irgendwo hinwegschieben können. Wie war denn das? Jake? Nein, das war's nicht. Jake kann hier auch nichts ändern. Okay, was macht Finn? Finn macht auch irgendwie nichts. Hatten wir nicht hier irgendwie eine Taste dafür? Nee, das war wechseln. Okay. Nee. Aber vielleicht doch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich will mich auch nicht irgendwie unnötig in irgendwelche Kämpfe stürzen, die ich eh verliere. Weil die Piraten, wie gesagt, die sehen nicht gerade freundlich aus. Und rüberschwimmen ist, glaube ich, nicht die Möglichkeit, die wir haben. Sehr seltsam. Kommen wir da vielleicht irgendwie anders durch? Okay, nein, die sind definitiv nicht freundlich uns gegenüber. Aber dann muss es hier doch irgendwo einen Weg geben. Also wir müssen irgendwie 200 irgendwas in diese Richtung. Sehr verwirrend. Okay, legen wir das erst nochmal ab. Und dann. Oh. Okay, jetzt habe ich mal demonstriert, wie das aussieht, wenn man hier reinspringt. Ah, doch. Jake kann die Torte bewegen. Aber dann kann das sicherlich Finn auch. So, Torte ist aus dem Weg. Her mit der Mütze. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie einen Weg haben, den wir entlanglaufen können. Also hier bestimmt. Naja, komm, legen wir die ab. Und, ach, I should be able to move this. Ich habe verstanden die ganze Zeit, ich glaube, ich krieg das nicht bewegt. Aber okay. Also, ach nein, Blödsinn, die Guard, die sind ja gar nicht mehr böse, nachdem wir dem General gesagt haben, ey, yo, wir sind hier um zu... Ey! Das war jetzt frech. Na gut, okay. Wie dem auch sei, Finn macht ein krasses Ding. Finn macht erstmal hier seine Eisklinge auf
den hier, der hat so komisches Zeug auf dem Kopf. So. Jake kann eigentlich hier gleich seine abgedrehte Wirbelattacke. Oh, nee. Jake hat die Möglichkeit, hier voll Enrage zu gehen. Ja, dann geht er mal voll Enrage. Und rollt die einfach wieder. Ja. Hat er jetzt davon? Dann kann Finn hier jetzt wieder seine Action machen mit seinem mies krass Säbel. Na komm, machen wir den jetzt. Hehe, besiegt. Oh oh. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil er jetzt nur normale Angriffe machen kann. Aber egal. Jake und Finn, die schaffen das. Bam, so. Gut genutzt. Victory Dance. Geil. Ein bisschen Kohle noch hinterher. Jetzt frage ich mich, habe ich vielleicht auch genug Kohle, um Jake und Finn noch mal ein bisschen aufzupowern? So, wir haben 154 Geld. Das heißt, wir könnten theoretisch das Ausweichen noch mal ein bisschen skillen bei Finn. Obwohl, nee, hier, Lebenspunkte sind noch nicht voll. Na, können wir beides machen. Oh, Moment. Nein! Ach, dammit. Na, egal. Dann gibt es halt eben einen Genauigkeitsboost. Und für Jake gibt es ebenfalls noch mal ein bisschen Genauigkeit. So. Dann her mit der Mütze und ab zu Marceline, der Vampirprinzessin, die hier drüben steht und traurigerweise nicht in die Sonne kann. Here you go, Marcy. Sorry, it's all soggy and stuff. It's all good. Alright, so whoever took Bonnabelle put her on a boat and sailed off in the direction of the evil forest. Or, you know, where the evil forest used to be. Then that's where we have to go. Let's get back to the boat. Geilo. Marceline, bist du... Ja, Marceline ist jetzt auch in der Gruppe. Wie geil ist das denn? The water has caused serious damage to the castle foundations. I can help you. Climb aboard and I will take you back. Ich traue diesem komischen Blubberkopf da drüben nicht. Aber voll geil. Diese ganzen niedlichen Süßigkeiten, die hier rumlaufen, ich bin ja total begeistert. Und meine Freundin guckt mich mal rüber und sagt, ja, sind die niedlich. Na gut, kann man nichts machen. Ist halt so. Oh, sie greifen uns immer noch an. Aber egal, wir sind jetzt zu dritt. Wir können jetzt so richtig mies Dresche geben. Aber Marceline hat so unglaublich wenig Lebenspunkte. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Trägt hier irgendjemand was Rotes? Wahrscheinlich hat Marceline irgendwie Rotsaugen oder sowas. Das wäre ziemlich lustig. Der hat irgendwas auf dem Kopf, den mag ich nicht. Ist das ein Planschentchen? Ist das irgendwie so eine Schwimmhilfe oder sowas? Ich weiß es nicht. So. Werwolf Blutrausch. Ultimate-Fähigkeit. Fülle Marcelines ultimative Leiste, indem du einem Gegner mit dem letzten Treffer das Licht ausbläst. Wenn die Anzeige voll ist, kannst du ihren Werwolf-Blutrausch entfesseln. Okay. I don't know. So. Oh, krass. Ah, ja, geil. Sie hat ihre E-Gitarren-Axt. Ach, das kostet zu viel. Dann, mal gucken. Jawohl. Also, Marceline hat schon echt Power. Muss man mal zugeben hier. Komm, wir kümmern uns erstmal um den fetten Dude hier. Und powern Marcelines geilen Move auf. So, ich muss mal ein bisschen meine Lebenspunkte beachten. Alter! Junge! Pass mal auf, was du hier tust. Ich will hier Marcelines ultra geile Musikfähigkeiten kennenlernen. Das ist wahre Musik. So, Jake sollte dann mal unbedingt ein bisschen Life Points wiederherstellen, zwar bei Marceline, weil das geht sonst überhaupt total in die Hose. Die hat noch 200 Lebenspunkte, ich glaube, es hackt ja wohl. Aber gut, glücklicherweise können wir
Na ja, komm. Machen wir bei ihm. Und Jake nutzt hier wieder seine Eisklinge, die er vom Eiskönig bekommen hat, um die Welt zu retten. Oh, das gefällt mir richtig gut. Nein! Ich dachte 50% der Lebenspunkte. Das ist ja widerlich. Okay. Dann geht sie hier erstmal auf Abmarsch. Und, ja, sorry. Jake muss hier nochmal... Ein zerlegter Held wird... Ach, ein zerlegter Held. Okay, das erklärt. So. Dann natürlich den hier, damit kriegst du mehr Lebenspunkte. Ja, wie auch immer. So, wir müssen erstmal ihn hier platt machen. Weil er uns hier sonst mit seiner miesen Dauerattacke voll kaputt treten wird. So, Marceline. Your turn. Zeig nochmal, wie geil deine E-Gitarre ist. Nice. Ich mag dich. Ich mag Marceline. Ich finde sie ja irgendwie schon ein bisschen creepy. Aber irgendwie ist die auch ganz cool. Hier in der Adventure Time. Gesehen hat, weiß natürlich, Marceline ist eigentlich ja doch schon ganz nett. I must get back to repairing the castle now. Goodbye. Thanks, Gumball Guardian. Sehr nett. So, Sandbagger. Genau, wir haben hier ja noch diese Sidequest, die können wir mal eben machen. Finde ich. So, dafür müssen wir hier oben. Die machen wir jetzt einfach mal. Jake? Ich hätte ganz gerne Bock auf dem Motorrad durch die Gegend zu fahren. Rum. No, no. Nicht du, nicht. Dich, mit dir mache ich nichts. So, weil ich glaube, ich habe natürlich mega den Mist gebaut. Weil das geht sicherlich ganz einfach, indem man Y drückt und dann kann man das hier anheben und dann kann man das darüber tragen an diesen kleinen Zuckerding. So, das war Nummer 1. Ich glaube, 4 Stück brauchen wir dafür. Ja, genau, 4 Stück. Das ist gut. Diesmal kriegen wir sie auch zusammen. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich war einfach das letzte Mal, als ich das Spiel gespielt habe, einfach mega übermüdet und habe deswegen nicht geschnallt, wie ich diese Säcke hier getragen bekomme. So, mittlerweile geht's. Uns zieht es jetzt zum verfluchten Wald. Mal gucken, ob dort auch Fräulein Rüssel auf uns wartet oder so. Das wäre natürlich auch unglaublich lustig. Dieses kleine, herzlich liebe Plüschding. Ich weiß ja nicht, inwiefern ihr Adventure Time verfolgt habt. Schreibt es mir ruhig in die Kommentare oder in den Chat. Oh, Trolle. Schnack. So, das sollten wir hier ein bisschen kaputt machen. Haben wir hier... Ich weiß nicht, kann ich hier einmal so drüber jumpen? Nee, kann ich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Ja, komm. Ich glaube, ich laufe jetzt lieber mit Jack durch die Gegend. Einfach aus der Tatsache heraus, dass der hier überall drüber fahren kann. Nee. Ah, da ist noch ein. Kann ich das einfach so... tragen? Nee, das kann ich nicht tragen. Kann Jack das überhaupt tragen? Ja, Jack kann das tragen. Ah, man muss sich entscheiden. Entweder fährt man Motorrad oder einer trägt. Ich bin dafür, dass Jake, dass ich jetzt häufiger mit Jake, mit dem kleinen süßen Hund, durch die Gegend laufe. Einfach weil er hat diese Motorradfähigkeiten, damit können wir uns viel schneller fortbewegen. So, und Klock. Nächste Runde. Ein Zucker fehlt uns noch, da vorne ist es. Ah, fuck. Oh, das ist gefährlich, vor allem Marceline ist hart angeschlagen. Okay, probieren wir es einfach. Nee, Jake haut ein... Jake wird einfach erstmal Marceline ein klein wenig heilen. So. Haut dann auf... Mal gucken, wir sollten vielleicht erstmal den Dreier-Dude verprügeln. Genau deswegen. Nochmal die Eisklinge. Oh. Chance, einen Gegner einzufrieren. Das ist nicht verkehrt. Geschwindigkeit gefallen, gefroren.
Sehr gut, er freut sich ja richtig. Er sieht so fröhlich aus, der Dude. So, wir müssen den auf jeden Fall. Wir müssen die hier versuchen, nach und nach klein zu kriegen. Das Ärgerliche ist, die greifen zu viert an. Ein falscher Angriff auf Marceline und das ganze Ding ist gelaufen, weil tatsächlich macht Marceline gar nicht so wenig Schaden. Ja, komm. Wenn wir sowieso ein Item und einen Angriff machen können, dann machen wir das doch einfach. So, erstmal den richtig dicken kaputt hauen. So, wunderbar. Marceline kann jetzt hier ihre Flammenaxt rausholen. Und kann dann den Dude hier matchen. Jawoll! Ich dachte mir schon, dass der sicherlich Probleme mit Feuer haben wird. So, die sind wohl auch mies Feuer geladen. Das heißt, es wird Zeit für die Eisklinge. Ja, dachte ich mir. Super effektiv, voll gut. Damit ist der dritte auch im Eimer. Oh, Finn ist im Enrage. Das ist auch gut. Na komm, na geht doch. Endlich mal getroffen. Aber das lohnt auch nicht so richtig. Sehr schön. Wir können unsere Special-Fähigkeiten erstmal aufladen. So. No sweat. Geil. Bonus für letzten Treffer. Und noch ein bisschen Kohle hinterher. Wunderbar. Jetzt können wir nochmal kurz schauen. Wir haben ein bisschen Kohle. Können wir nochmal vielleicht Marcelines Lebenspunkte ein bisschen aufstocken. Dachte ich mir doch. So. Jakes Lebenspunkte sind eigentlich ganz okay. Genau, Finns Lebenspunkte gefallen mir nicht so richtig. Haben wir noch irgendwas, was wir für 30 kaufen können? Bei Marceline bestimmt. Ja, auf jeden Fall. 50. Ja, komm. Dann kriegt sie hier nochmal einen Ausweichen-Bonus. Und gut. Muss mal gucken, ob es hier irgendwo eine Möglichkeit gibt, noch schnell Geld zu bekommen. Also außer das Zerstören von Gegenständen. Höpp. Höpp. Yay. So. Wie viel Geld haben wir jetzt bekommen? Boah, gar nicht mal so wenig. So viel zum Thema. Da kam ich gerade auf die Idee, boah, lass mal ein bisschen Kram machen. Aber, oh hey. So. Ist schon voll ausgerüstet. So, kriegt nochmal einen Damage Boost. Und Marceline bekommt ebenfalls einen. Die macht zwar schon gut Schaden, aber kann ja nicht schaden, da nochmal ein bisschen mehr reinzupulvern. So. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo eine weitere Sidequest haben. Hier oben. Die nehmen wir auch gleich mit, weil why not? Ich finde das ziemlich gut, vor allem wenn wir halt eben die ganze Zeit noch Erfahrungspunkte bekommen. So, als nächstes müssen wir hier unten anscheinend hin. In den verfluchten Wald, genau. Hier oben waren wir schon. Im Eiskönigreich. Und jetzt tun wir hier hinten durch die Gegend. Voll geil. So. Ab auf die Motorroller. Boing. Au. So, müssen wir jetzt lang? Im Prinzip geradeaus. Also hier wieder hoch. Da, wo wir hergekommen sind. Bonk. Oh, Jake, fahr doch mal vernünftig. Hör mal auf, hier durch die Gegend zu fahren, als wärst du besoffen. So, kommen wir hier irgendwie? Nee. Oh, sehr gut. Kleines Flakon. Na komm, geh mal da raus. Ach, fuck. Aber Jake kann auch nicht angreifen, sehe ich gerade. Deswegen ist das hier so schwierig. So, wie war das hier nochmal? So, Jake kann hier Move machen. Dann mal kurz hoch mit uns. Und once again. Vielleicht war das nämlich der Trick. Und dann kommen wir da hier nach rechts, nach links irgendwie durch. Ich weiß es nicht. Wäre mal interessant. Ja.
Da ist irgendwas. Ah, ich glaube, wir kommen da tatsächlich noch nicht hin. Weil wir hier irgendwie nicht durch diese Barriere kommen, die hier steht. Oder wir müssen mit dem Jake-Motorrad volle Kanne dagegen fahren. Nee. Das wird leider nichts. Na gut, dann halt nicht. Schade. Dann wollen wir nochmal weiter. Ram. Boah, die Kollisionsabfrage ist echt richtig mieser Shit. Und wie gesagt, ich bleib dabei. Einfach mal hier ein bisschen durch die Gegend hacken. Weil ich schon ganz gerne ein bisschen Gegenstände haben möchte. Aber ich frage mich, gibt es hier nicht eine Möglichkeit, sich nochmal ein bisschen, ja, aufzubessern? Also ich meine, klar, wir haben hier einen Händler. Händler ist schon mal sehr gut. Na komm. Ha. Okay. Und mal schauen, was wir hier haben. Drei Fläschchen geben 50. Also das ist ein großes Herzflakon. Okay. Ach, wir haben erst 119. Nee. Okay, dann nehmen wir... Nee, er hat nur drei. Verstehe. Okay. Zu schön, um wahr zu sein. So, nehmen wir hier den ganzen Haufen nochmal eben schnell mit. Also steht da oben doch tatsächlich unsere tatsächliche Anzahl an Geld, die wir zur Verfügung haben. Davon bekommen wir aktuell noch recht wenig, muss ich gestehen. Also ich hätte noch ein bisschen, gerne noch ein bisschen mehr Geld. Ich muss immer bei mehr Geld an Homer Simpson denken. Ich habe drei Kinder und kein Geld. Warum kann es nicht umgekehrt sein? Keine Kinder und drei Geld. Ich hätte ganz gerne ein paar tausend Geld. Oh, was ist das denn? Reden wir doch mal mit dem Dude. Nebenquest? Ja, why not? Marceline, I'm glad you're okay. But some of the candy kids are still missing. I hope they're not too upset because, well, you know. If you see them while you're out on the water, can you please bring them back and drop them off at the gates? Thanks! Klar, kein Problem. So, Candy-Kinder sammeln. 10. 10 Candy-Kinder, die irgendwo hier, rumgeistern. Ich würde ganz gerne zu meinem Boot. Ah. Endlich. Boot fahren! Jetzt hören wir wieder. Hey, check this out. Wie geil ist das denn? Drücke X, um Kanonen abzufeuern. Bam! Nice! Ist ja schon wieder mega lustig. Boom. Sammeln. Snack. Sammeln. Oh wei. Ich wollte eigentlich sammeln. Snack. Grab it. So, wo haben wir den... Oh, 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 oh. Moment, hier können wir anscheinend irgendwie... Was passiert denn, wenn ich hier jetzt die Kanone abfeuere? Das sieht so aus, als ob ich die Kanone da gegenpulvern könnte. Weit gefehlt. So, wo müssen wir jetzt hin? In die Richtung müssen wir. Dann wollen wir doch einfach mal in die Richtung fahren. Würde ich sagen. Oh nein. Oh nein. Die Krake. Gefährlich. Oh, ich glaube, sie ist genau unter uns gerade. Oder so. Nein, wo ist die Krake? Kommt die nochmal raus? Seltsam. Ich
habe eigentlich gedacht, dass uns jetzt hier diese Krake erwischt. Einfach mal rückwärts fahren. Vielleicht kommt sie gleich wieder. Bin hier irgendwo gegengefahren. Moment. Doch, da ist das Candy-Königreich. Ich wollte schon sagen, wo ist denn das Candy-Reich hin? Das kann nicht einfach so verschwunden sein. So, zurück im Candy-Königreich. Und nochmal umgedreht. Und? Kommt die Krake jetzt? Keine Krake. Ich habe schon damit gerechnet, dass wir hier gleich gegen die Krake kämpfen müssen. Weil die hatten wir ja schon mal. Die kam einfach so aus dem Nichts. Wo ich hier nochmal ein bisschen gelegentlich diese, diese Kisten sammeln. Ich habe ja gesagt, jetzt wollen wir sie wieder sehen. Ich finde diese Texte auch so gut. Sind wir dumm oder sind wir mutig? So geil. Tapfer, genau, das war das Wort. Hallo Tommy. Snack. Snack. Ja, mit dem Zeug. Ich finde das gerade ein bisschen doof. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass ich die Krake jetzt nochmal sehen werde. Aber irgendwie war die Krake dann verschwindibus. Also, tun wir einfach weiter zum wunderschönen, verwunschenen Wald, wo keine Ahnung, was da auf uns lauern wird. Oh, mal gucken. Puff. Ha! Das funktioniert. Bing. Oh, das ist sogar gar nicht so wenig Geld, was man hier bekommt. Geil. Das freut mich. Das da vorne sieht aus wie so ein Gesicht. Dinger geben echt 50 Gold. Also wenn die auch noch respawnen, sobald man hier rausgeht, na, dann weiß ich, was ich die nächsten 10 Minuten machen werde. Und zwar die ganze Zeit hier im Kreis fahren und diese Dinger angreifen. Schade, nee, die respawnen nicht. Das wäre ja auch zu schön. Ah, vielleicht haben wir hier noch ein bisschen mehr. Jetzt kommt wieder der Abenteurer dran. Nee, leider nicht. Sehr schade. Na gut, dann ab ins verwunschene Wäldchen. Ob lieber da lang, bevor die unglaublich gute Kollisionsabfrage wieder eingreift und wir, keine Ahnung, ans Ende der Welt und unter den Boden teleportiert werden. Oder das Spiel einfach nach 30 Minuten wieder abschmiert. Ist schon zweimal passiert, guck mir nicht so von der Seite an. Ja, verflucht ihr Wald. Oh, da sehe ich noch was. Fire! Bam! So, komisch, jetzt klappt das mit dem Geld auf einmal. Wir fahren hier nochmal ein bisschen umher. Okay. Hier greift wieder die unglaublich präzise Kollisionsabfrage an. Dann düsen wir hier lang. Und schauen nochmal, dass wir noch ein bisschen mehr Kohle sammeln können, weil ich glaube, das wird uns richtig, richtig viel nutzen jetzt, bevor wir hier drauf gehen, weil ich weiß natürlich nicht, was uns hier erwarten wird. Und je mehr Geld, umso besser.
Nö, hier ist sonst nichts. Kann ich, passe ich hier durch? Ja. Ist ja Hightech. Dann fahren wir hier hin. Und cutten gleich nochmal einen kleinen Moment. So, wunderbar. Hier können wir jetzt mal nochmal ein bisschen aufpowern. So, nochmal ein bisschen die Life Points hoch bei allen. Wir haben es ja jetzt. Okay. Dann das Genauigkeit nochmal aufwerten. Hier ist schon hoch. Dann auch nochmal für dich die Genauigkeit hoch. Angriff ist schon auf Max. Genauigkeit hoch. Dann nochmal die Geschwindigkeit aufpumpen. Obwohl bei Marceline hätte das, glaube ich, ein bisschen mehr gebracht. Die hat nämlich relativ wenig. So, was haben wir hier? Gesundheitsregeneration. Zack. Hoch damit. Wunderbar. So. Oh, perfekt. So kommt man hier durch. Wo war denn hier ein We're Over Here? Was war das denn gerade? War da gerade was im Wasser? Na gut. Place is real spooky. Stufe 3 alle. Na denn. So. Ja. Finn gibt High Five. Auf wen gehen wir denn? Auf ihn hier. Komm, High Five. Das hat reingehauen. Oh, Marceline ist auch gerade mitten im Rausch. Gucken wir uns nochmal an, was sie so kann. Jawohl, Werwolfsform. Ist das bitter? Ja, es lief doch fast wie am Schnürchen hier gerade. Das finde ich ja richtig herrlich. Okay, 400 Credits bekommen. Geld, wie auch immer das hier genannt wird. Schotter, genau. Schotter war das richtige Wort. Und wir können noch mal ein bisschen aufwerten. Können wir mal kurz gucken, was denn eigentlich. Genau, Marceline hat nämlich jetzt die Möglichkeit, noch mal dicke Bonus zu bekommen. Und ich finde, das sollten wir auch in Angriff nehmen. So, hier noch mal. Nichts anbrennen lassen. Gut, und wie gesagt, erstmal einen kleinen Cut. Und dann geht's gleich weiter. Peace und so. Bis zur nächsten Folge.